Das ist die Forst. FAQ. Frequently asked questions. Die am häufigsten gestellten Fragen. Die nächste Frage knüpft auch da ganz schön an, Felix. Du hast das sehr toll sortiert. Ich bin total happy, dass wir jetzt hier so flüssige Überleitung haben. Es geht ein bisschen um die Gefahren im Wald, aber vielleicht auch eine Frage, die sich, glaube ich, viele Kinder stellen oder die man oft einfach hört, so dürfen wir auf einen Wald laufen. Ja, genau. Witzigerweise kam gerade unser Büronachbar rein und war hier ganz interessiert an unserem Aufbau und da habe ich gefragt, hast du noch eine Frage zum Thema Wald? Und er hatte genau das eben gesagt, ja, wenn ich hier mit meinen Kindern in den Wald gehe und die sagen dann immer, oh, dürfen wir das? Und dann knackt da was. Also ja, erstmal generell, man darf in den Wald. Ne? Wir in Deutschland, ja. Genau. Also in Deutschland haben wir ein freies Betretungsrecht für den Wald. Gibt es Ausnahmen rechtlich, so besonders geschützte Naturräume und sowas? Genau, das ist verständlich. Und auch Dickungen, also alles, was so sehr dicht und eng ist, da kann man halt, indem man das betritt, A, das beschädigen und B, sind da häufig auch viele Tiere unterwegs, die man natürlich dann auch stört. Und B, wo die Frage auch so ein bisschen drauf abzielte, ist es gefährlich, in den Wald zu gehen oder muss ich Angst haben? Eine Sache, die finde ich ganz witzig, weil das gibt es in Deutschland, glaube ich, nie, das Betreten auf eigene Gefahr. Also das gibt es im Wald einfach, man haftet quasi für sich selbst, sonst ist ja Deutschland immer sehr gut daran, irgendeinen Schuldigen zu suchen, aber da ist man es tatsächlich mal selbst. Also wenn man in den Wald geht, dann ist man für sich völlig selbstverantwortlich. Einziges gilt halt, wie du das gerade schon gesagt hattest, bei der Verkehrssicherungspflicht. Also wenn ich sogenannte Orte, die zum Verweilen einlade, errichte, also Bänke, Schautafeln und so weiter, dann muss ich dafür sorgen, dass da keine Äste drüber hängen, damit wenn ich da stehe und ich die Menschen ja dazu bringe, stehen zu bleiben, dass die da nicht in Gefahr sind. Aber ansonsten muss niemand in seinem Wald darauf achten, dass einem kein Ast auf den Kopf fällt, was ja auch gut ist, weil tote Äste sind Lebensraum für wilde Tiere und so weiter. Und Insekten und ja. Ja. Und was ich bei dem Punkt eigentlich immer ganz wichtig finde zu sagen, also es ist ein riesiges Privileg, dass wir hier überall im Wald gehen dürfen. Das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Oder teilweise, wenn ich so an Amerika denke, wo du Angst haben musst, gleich erschossen zu werden, wenn du irgendwie fremdes Eigentum betrittst. So. Wir haben halt dieses Privileg, aber auch damit, große Macht bringt ja große Verantwortung mit sich, sagte schon Spider-Man. Und, war das nicht aus Star Wars? Ich glaube, das war KIZ, um ehrlich zu sein. und ich, also da ist halt ganz wichtig, einfach Rücksicht zu nehmen auf den Wald, auf die Tiere, auf diesen unglaublich wichtigen und spannenden und schützenswerten Lebensraum. Und man, also auch, ich merke das bei mir selber immer, man neigt halt immer dazu, dann so zu sagen, ja, naja, es bin ja nur ich, aber wenn alle das halt denken, dann funktioniert das natürlich nicht. Also deswegen lieber mal ein bisschen mehr auf dem Weg bleiben und vielleicht einmal nicht den Baum hochklettern, einfach weil, wenn alle sich so verhalten würden wie einer selber, dann würde es im Wald noch schlechter gehen. Ja, dann sieht es ja ganz wüst irgendwann aus. Ja, genau.